Wir sind auf dem Account von Frostix für ein Opening. Ganz kurz, ich bin ein bisschen am Kränkeln, ich glaube, man hört. Deswegen, ich werde nicht so laut sein, wahrscheinlich. Ansonsten gehen wir gleich die Wünsche einmal durch und dann fangen wir auch instant an, würde ich sagen. Ja, ich denke schon. Aber vorerst mache ich den Wish. Und zwar sind seine Wünsche, erst einmal ganz grob, Dupes lassen, also nichts mit dem Dupes machen. Marsha, Nana, Sierra, Monkeys. Ah, alle Monkeys anscheinend oder die er nicht hat. Rika, Oliver in erster Linie. Okay, das sind so seine Wünsche. Spezialbeschwörung soll ich schauen. Ja, wahrscheinlich machen wir so einen gepflegten Mix, würde ich einfach sagen. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Und ich würde sagen, wir legen los. Was haben wir jetzt bekommen? Ich habe nicht hingeguckt, was wir aus dem Wish bekommen haben. Irgendwas haben wir bekommen, keine Ahnung. Was ich mich jetzt noch frage, ist Platz so ein bisschen? Platz ist sehr schön. Okay, gehen wir in den Channel von heute und zwar der 21.12. Und ich würde sagen, wir legen los. Ja, oh, wir haben eine zwei SWC-Schriftrollen, eine Cookie Run Kimden. Wow, okay. Eine legendäre, also All Attribute. Dann haben wir 8 legendäre. Dann haben wir ein paar LDs. Ich glaube, 15 grob. 19 Wasser, 37 Feuer, 29 Wind und 432 Mystische. Von Stones weiß ich nichts. Sind auch nicht viele, deswegen lasse ich. Das sind auch keine Wünsche bei, die er hat. Wir fangen einfach mal mit Spezialbeschwörung an, würde ich sagen. Und schauen einfach mal, wie es läuft. Auch wenn seine Wünsche nicht in der Spezialbeschwörung sind. Aber wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ja, einfach mal gucken. Man kann es immer noch ausmachen. Wenn er ein neues Monster bekommt, ja gut, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Aber man sieht die echt selten droppen, muss man sagen. Vielleicht machen die Leute das einfach nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist kackegal. Ich glaube, das ist wirklich kackegal. Ich nehme einfach die Pure Ray. Keine Ahnung. Besser als der Phantom Thief. Und ja, schauen wir mal. Kurz vor Weihnachten werde ich krank, ist das nicht schön? Ah, ist das belastend, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, ey. Naja, so ist es halt, wenn man ein Kind hat, was in die Kita geht, ne? Kita-Viren sind irgendwie die Hardcore-Bacillus-Virus-Maximus, ey. Keine Ahnung, ey. Das ist so richtig belastend. Aber naja. So. Ja, sehr stressig derzeit bei mir, deswegen ist auch nicht so viel los auf dem Kanal, beziehungsweise immer mal was, aber nicht wirklich kontinuierlich. Das liegt halt so ein bisschen da dran und ich muss sagen, die Blitzgrad ist echt für den Müll. Ich hoffe, das ändert sich noch. Wir machen erstmal noch ein bisschen weiter. Vielleicht müssen sich die Blitze erstmal aufladen. Ja, auf jeden Fall, ja, ist sehr chaotisch. Ne? Deswegen tut es mir leid, falls Leute auf Videos warten. Ich versuche immer mal wieder so ein paar hochzuladen, aber derzeit ist es echt schwierig. Jetzt werde ich auch noch krankrig belastend. Ne, aber... Naja, hoffe einfach mal, dass es nicht so schlimm ausgeht. Und das ist einfach, keine Ahnung. Irgendwas, kein Plan. Ein Trevor, geil, okay. Coole Sache. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Forstars war ja gar kein Wish. Mal gucken, wann das erste Net 5 droppt. Müssten in der Regel grob 2 sein. Garo. Hat man nicht Garo schon gerade? Irgendwie? Keine Ahnung. Keine Wishes kaufen oder so. Ich glaube, wenn ich bei mir beschwöre, das werde ich auf jeden Fall noch machen. Auch vor Weihnachten irgendwie, auch wenn ich krank werde. Ist mir egal. Ich glaube, ich werde auch mal mit Wishes wieder so ein bisschen arbeiten. Ich habe ja noch ein paar Kristalle. Und ich glaube, ein Wish werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist besser, wenn man so spezifisch nach speziellen paar Monstern noch suchen. Kakano, okay. Sehr feuerlastig irgendwie. Vielleicht droppen wir ja die Marsha. Keine Ahnung. Oder mal ein Net 5 jetzt. Wäre auch schön. Dass ich mir einen Wish hole. Und mal, dann mal gucken. Ist vielleicht besser, wenn man, wie gesagt, ich suche ja wirklich spezielle Monster. Ist vielleicht besser, wenn man da einen Wish hat, als ohne Wish. Mal einfach nur für die Chance. Falls überhaupt was kommt. Kommt ja auch noch dazu. Ich habe ja nicht mal annähernd so viele Schriftrollen. Ich habe, wenn, vielleicht komme ich so auf 200 MS, grob. Aber nicht viel höher, auf keinen Fall. Okay, eine Chakram, cool. Ich glaube, ich mache gleich wirklich mal Spezialbeschwörung aus. Ich gehe mal auf 300 runter und dann schauen wir einfach mal, wie es bis dahin läuft. Mal gucken, ob es dahin Net 5 droppt. Aber irgendwie wollen sie nicht, keine Ahnung. Ein Robo, okay. Vielleicht für Skill-Up für Wind oder Feuer oder so. Wenn man es braucht. Noch. Kann ja sein. Poison. Naja. Okay. Ist eigentlich ein ganz cooler Nuker, aber ich sehe es mehr als Funtoy irgendwie. Ist jetzt nicht so mega bad. Der Wasser-Poisoner. Muss man halt auch sagen. Also der ist echt nicht schlecht. Was Nuker angeht, nicht schlecht. Kann man so ein bisschen mit Jean vergleichen. Ja, ist halt mehr so ein Fun-Ding. Finde ich persönlich.
Aber not bad. Draco, okay. Ja, die Blitze sind, glaube ich, okay, wenn ich mich jetzt nicht irre. Müsste ich nachgucken gleich mal, wenn wir zum Lager gehen. Ich weiß auch nicht, wie viel Schriftrun er genau hatte. 400 irgendwas. Alter, sehr viele Ninjas hier am Droppen. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht ziehen wir Han. Okay, wir sind voll. Warte, wo ist das Lager? Da. Ich schau mal, wie viele Net Force haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne, 10. 10 in... Ich pack mal alles hier rein. 10. 10 in wie viel? Ja, ich glaube, so grober Durchschnitt, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ein bisschen weniger, glaube ich. Glaube ja, ein bisschen weniger, glaube ich, weil ich glaube, er hatte 400, keine Ahnung, 35 oder sowas. So eine ganz komische Zahl. Ja, ein bisschen unterdurchschnittlich. Okay, jetzt holen wir nochmal ein paar auf, ist auch gut. Okay, non-Phantom Thief, keine Ahnung. Was die da mit dem Phantom Thief haben. Ich hätte lieber gerne jetzt mal Night 5 Ru. Ja, wir gehen mal, wie gesagt, auf 500, auf 300 runter. Okay. Vielleicht das jetzt? Nee, Poison Art. Na, okay. Machen wir mal aus. Mal schauen, wie es ohne läuft. Einfach mal gucken. Wenn die Blitzrate jetzt schlechter wird, dann, naja. Eigentlich ist es auch mehr so ein, ich glaube, das ist einfach echt so ein Pseudo-Denken wieder, oder? Mit oder ohne Spezialbeschwörung. Ah, ich weiß ja nicht, ne? Ich glaube, das ist echt wieder so ein Pseudo-Denken. Eigentlich hat das da wahrscheinlich gar nichts mit zu tun. Die Blitzrate ist einfach nur gleich und jetzt denkt man, die Blitzrate ist schlechter. Dabei ist die einfach, naja, so oder so jetzt gerade schlechter. Und das hat gar nichts mit der Spezialbeschwörung zu tun. Darauf schwöre ich irgendwie, keine Ahnung. Okay, so nett. Back to back, okay. Was ist das? Fedora. Mhm. Cool. Wo ist das Net 5? Ich hätte jetzt gerne mal lang... Also so zwei Net 5s hätte ich jetzt wirklich gedacht, ziehen wir hier raus. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Vielleicht kommen die auch alle am Ende raus. Das ist ja so bei mir irgendwie typisch. Dass sie alle erst so am Ende rausgekrochen kommen. Ich gehe mal auf 200 runter. Und dann mache ich vielleicht Spezialbeschwörung einfach nochmal an. Wir machen einfach mal so einen gepflegten Wechsel, Leute. Mit der Spezialbeschwörung und ohne Spezialbeschwörung. Auch wenn er, wie gesagt, gar keine Wünsche hat, was neue Monster angeht. Wobei ich ein paar ganz cool finde. Ich habe zwar noch nichts angeguckt von denen. Aber vom Lesen her finde ich so, naja, wie zum Beispiel den Wind jetzt gar nicht mal so bad. Muss ja nicht unbedingt für RTA sein, aber vielleicht für GKBK Offense oder so. Vielleicht gar nicht so kacke. Und der Mann Silence. Ich weiß halt nicht, wie er trifft und so. Ne, das ist halt auch so ein Ding. Keine Ahnung. Hab mir, wie gesagt, noch nichts dazu angeguckt. Aber, ja. Hört sich nicht schlecht an. Ne? Das ist das halt. So, wird mal Zeit jetzt hier. Wo sind die Blitze hin? Alle weg. Alle Blitze sind Verschwindibus. Was soll das? Hallo. Na, wie gesagt, ich gehe mal auf 200 runter. 200 runter. Komm schon. Hä? Jetzt ist er einfach gar nicht. Was soll das? Blitze einfach weggeblitzt. Ey, jetzt, hey, was soll das? Gib mir bitte meine, okay. Hau doch mal ein Kacknet 5 raus, schon wieder ein blöder Todesritter. Kann doch nicht sein. Irgendwie ist heute Wurm drin hier in der Beschwörung, ich weiß auch nicht. Also die Forsterblitze, die sind ja okay, also da, ja, die sind guter Durchschnitt, sind auch teilweise gute Skill-Up-Monster dabei, finde ich persönlich. Ja, aber, Okay, immerhin Lightnings ein paar. Wie hieß der nochmal? Ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber nicht das, was wir suchen. Okay, machen wir Beschwörungen wieder an. Für die nächsten 100 und dann machen wir die letzten 100 nochmal ohne Spezialbeschwörung oder so, keine Ahnung. Oh, ich start ätzend, ey. Ey, so langsam könnten wirklich Net 5s mal auftauchen. Also zumindest mal einer so. Besser ein Dupe als gar nichts, denke ich mir. Moment, jetzt bin ich irgendwie, okay. Durcheinander gekommen, so. Oh, ich hab's geskippt, upsi. Da war deine böse Finger. Hypno-Miau, okay. Aber war, ist auch kein Net 5, ha? Huh? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen belastend, ey. Muss ich sagen, das tut mir irgendwie ein bisschen leid, dass hier gar nichts kommt. Was ist das denn hier? Runenschmieden, okay. Sieht man ja jetzt auch noch nicht so verhäuft. Oder? Weiß ich gar nicht. Komm schon.
Drück mal einen Net5 raus, ist doch nicht normal hier. Also die Blitze sind okay, ich glaube nicht, dass er sich mit Skill-Ups zufrieden gibt. Wenn er überhaupt welche braucht, hat er ja nicht gesagt. Jetzt lass doch mal einen Net5 daraus plumpsen. Bitte. Wir sind schon... Ja, komm, please jetzt mal. Ja, Scarlet, geil. Ey, das ist... Kompletter, ey. Also, ich dachte wirklich, ja, so 205 sollten wir eigentlich aus den MS locker ziehen können. Aber nö, wir ziehen einfach nur 500 Net Force. Oder gar nichts. Und ja, es ist irgendwie... Schade. Hey, ich meine, ich kann nichts dafür. Ich drück nur. Das Spiel gibt vor, was du gibst. Was du kriegst, nicht ich. Aber das ist irgendwie nicht nett. Aber ein Relock oder so würde halt auch nichts bringen, sind wir mal ehrlich. Ist einfach alles Pseudodenken. Dasselbe wie andere Sachen, ne? Aber komm schon. Das kann doch nicht sein. Vielleicht kommen die alle in den letzten 100. Ich hoffe es. So mindestens zwei. So back-to-back, net 5 oder so. Komm, Spiel. Über 400 Scrolls, nicht ein Net5. Also ich sag mal so, ich hatte auch schon Beschwörungen mit 1000 Scrolls und da war nur ein Net5 drin. Also das gibt's auch. Ja. Das gibt es tatsächlich auch. Ein Barbar. Wundervoll. Spiel, wie wär's, wenn du mal so einen komischen Eselreiter rausdrückst in Feuer? Oder so ein kleines Mädchen mit einer Puppe in der Hand. Oder, was war's noch? Ich weiß gerade nicht mehr, was das andere war. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was das andere war. Komm, jetzt drück mal was drauf. Ey, Alter, was ist da los? Okay, ey, komm schon, ey. Ja, nee. Okay, machen wir nochmal aus. So, machen wir nochmal 50-50 jetzt, okay? Mal gucken, wo die Blitze besser sind. Ich versuche mal mitzuzählen jetzt. Interessiert mich jetzt einfach mal so, auch wenn es, wie gesagt, gar nichts damit zu tun hat, aber einfach mal so. Eins. Wow. Okay, eins ohne Spezialbeschwörung. Ein Sian. Okay. Eins. Das ist nicht viel. Bisher. Alter, das ist nicht normal, ey. Ja, ich weiß, ich bin wieder so am rumnörgeln hier, aber das ist doch nicht normal. Zwei. Okay, ein Fuki. Zwei zu null bisher, ha? Huh? Weil wir die anderen ja nicht aufgemacht haben, komischerweise. Ha! So, ich meine, ich sag mal so, ey. Net Force sind okay, aber was will der denn? Hallo? Oh, bis 50, wie gesagt. Danach Spezialbeschwörung nochmal an und dann mal gucken. Ey, über 400 Scrolls nicht ein Net 5? Wen will das Spiel natzen, Mann? Drei. Na, Chloe. Okay. Na? Oh, vier? Mit einem Jojo? Vier Blitze. Also ich sag mal so, ja, also wenn jetzt nur einer kommt, liegen wir genau im Durchschnitt, also wir sind, glaube ich, im Durchschnitt gerade. Okay, es kommt keiner mehr, jetzt machen wir nochmal an. Jetzt sehen wir hier nochmal, das waren jetzt vier, ne? 4-0 jetzt gerade. 4-1. Ja. Mit einer Succubus, okay, 4-1. Irgendwie ist das lustig, ich weiß nicht, ich feiere das gerade. Warte mal, 4-1, komm schon. Spezialbeschwörung muss win. Ich mache das jetzt davon abhängig, ob wir den Rest mit oder ohne Spezialbeschwörung machen. Wenn es jetzt gleich unentschieden wird, dann ist es ein bisschen doof, aber egal. 4-1. Ich glaube, das bleibt 4-2, okay. Net5 zählt für 3 Punkte. 4-2. Nein, ey, Alter, über 400 Scrolls, nicht ein Blitz, das ist richtig traurig. Es tut mir gerade richtig leid, ohne Witz. Da spart man Schriftrollen und man kriegt einfach nichts außer 4-3. Nichts außer Halloween-Kürbisse. Geil, 4-3. Oh, nochmal knapp. Ich dachte, ohne Spezialbeschwörung macht das Rennen eher. Aber 4-3, ein Blitz und wir sind im Gleichstand. Ah... Oh. Sieht ja jetzt eher problematisch aus. Aber wir haben ja nochmal die Scrolls, die wir uns zurückholen können. Die dürfen wir nicht vergessen. 4-3.
Alter, ohne Spezialbeschwörung hat theoretisch gewonnen. Krass. Okay, wir holen mal eben den ganzen Kram ab hier. Ja, hier nehmen wir mal 43. Ich schätze hier die Sachen auch. Wie gesagt, die Net-Vorrate ist ja eigentlich echt nicht bad. Ja, sind wir gut durchgekommen. Die lasse ich mal offen. Mich interessieren jetzt gerade mal nur die Schriftrollen und nicht das Drumherum. Damit kann ich ja gerade eh nichts anfangen. Ist ja nicht mein Account. So, okay, legen wir nochmal los. 4-3, also eigentlich müssen wir jetzt mal... Okay, fangen wir mal ohne Spezialbeschwörung an, ja? Vielleicht bringt das tatsächlich mehr, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist halt ein Pseudo-Ding, ne? Aber jetzt drück mal Net 5 raus, das ist doch nicht normal, Alter. Abigail, geil. Bella kannst du gleich mal raushauen hier. Wie wär's damit? Ha? Gleich so eine saftige Bella aus der... All-Attributes-Schriftrolle. Jetzt werde ich risky. Alter, kein Net 5, Alter, aber knapp über 500 Scrolls gereicht. Das ist richtig traurig, ey. Wow. Also, dass ich das mal erleben darf, ey. Dass das so hart... Also, ja gut, okay, wie gesagt, ich hatte schon schlimmere Beschwörungen. Wir sind ja noch nicht durch. Aber es sieht nicht gut aus. Ich sag, wie es ist, es sieht nicht gut aus. Ja, ich sag, wie es ist, es sieht nicht gut aus. Aber die Blitze kommen echt ohne Spezialbeschwörung, kommen mir gerade ein bisschen besser vor. Auch wenn es nur Forsters sind. Aber da drückt auf jeden Fall mal da drückt den Bob aus der Bahn, ey. Okay, die haben immer noch ein geiles Artwork, sind aber eher fragwürdig gut. Aber, naja. 37, komm schon. Jetzt hau ein Net 5 raus, Alter. Das ist doch nicht normal. Warum bin ich so unlucky, ey? Komm schon. Gönn ihn doch. Irgendein Wish. Ich hab die Wish zum Vergessen aus der Marsha und Rika. Und Monkeys. Irgendein Monkey. Und einfach alle Monkeys zusammen kannst du ihnen geben. Machst du einfach Fusion. Okay, komm. Jetzt so Rainbow. Rainbow Monkey. Let's go. Alle Monkeys. Oder gar keinen. Ich sehe es schon. Ey, das ist nicht normal, Alter. Das ist traurig. Okay, wir kriegen ja nochmal ein paar zurück, aber... Ja, das da oben interessiert mich nicht. Genau, das da ganz oben interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, wie weit der ist. 6 nochmal. Ach, Mann. Blöder Weg des Beschwörers. So. 6, ey. Das ist so... Wie traurig. Sollte ich doch mal einen Relock machen? Vielleicht jetzt für die Attribut-Scrolls? Alter, wir sind ja hard behind. Ich mach nochmal einen Relock. Okay, da sind wir wieder. Gehen wir wieder in denselben Channel. Das braucht, macht man so. Und legen uns jetzt los mit den Attribut-Scrolls. Wir fangen einfach mit dem niedrigsten an. Wir machen die Wasser-Scrolls nochmal mit Spezialbeschwörung. Ich muss noch ganz kurz gucken, bis auf Monkey, weiß ich gerade nicht, ob der noch im Nana war auf Wunsch. Aus Wasser, okay. Nana und Monkey, let's go. 18 Scrolls, sind nicht viele. 19 waren es insgesamt, aber es sind nicht viele. Komm. Jetzt gönn ihn doch mal irgendwas, Alter. Das ist nicht normal. Nicht ein Net 5, wen willst du natzen, Alter? Ich gehe einfach mit gar nichts raus. Einfach nichts. Wow, schon wieder die Tante. Alter, nichts. Das ist so, wow. Wow, ist das? Aha, coole Sache. Ein Vampire. Okay, absolut nothing. Gut, machen wir die ohne. Für Marsha, ein Feuermonkey anscheinend, und Rika. Komm schon. Jetzt gönn ihn gottverdammt nochmal ein Kacknet 5. Was ist denn das Problemspiel? Was bist du denn heute so am Rumzicken? Wir haben gerade mal, noch früh in den Morgensstunden, sage ich dir. Und du gibst mir nun eine komische Triade. Alter, das ist so traurig. Ich pack gleich alles in Lager und der kommt rein und der sieht einfach gar nichts. Ist einfach gar nichts da. Weil einfach so, als ob ich... Hä, hat er nicht beschworen? Und dann guckt er nach, Rollen weg. Wo sind meine Spielzeuge? Ja, gibt's gar nicht. Und einfach alle weg. Weil nichts kam. So richtig traurig. Das ist einfach so richtig traurig. Oh, sorry. Hypno-Miau, okay. Ja, vielleicht soll ich die Forsters wieder rausholen, dann sieht es nicht ganz so traurig aus. So, hier machen wir auch ohne für Oliver. Oder wir machen hier nochmal so ein 50-50-Ding. Warte mal, wir machen jetzt nochmal dasselbe Spielchen. Okay. Ah, Sierra war hier auch noch Wish, genau. Wir machen jetzt, ich gehe mal kurz auf
So, wir gehen jetzt runter. Jetzt mache ich nochmal Spezialbeschwörung an. Die letzten 20, also nicht die letzten 20, sondern einfach mal 10, 10 machen wir nochmal. Okay, einer. 1, 0. Komischerweise. Immensity, geil. Ey, go. Okay, jetzt machen wir die letzten 10 nochmal aus. Wetten, das wird eh ein 1-1. Sehe ich jetzt schon. Oh, komm schon, ey. Spiel, wenn willst du. Okay. Null. Okay, machen wir Spezialbeschwörung bei denen an. Let's go. Ja, ich mache hier meine Bräuche. Tut mir leid. Ich rubbel meinen Finger warm, dass die Statik da reingeladen wird, dass wir Blitze kriegen hier. Dann machen wir Wishiwashi, auch wenn es viele nicht mögen. Es tut mir leid. Ne, weil es ein bisschen nervt, sage ich mal. Es tut mir aber leid, aber ich mach's trotzdem. So, let's go. Und hoffen, dass wir hier einen Blitz kriegen mit einem gescheiten Net 4 oder Net 5. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade noch so, wo ich gerade so ein bisschen Hoffnung habe, dass das vielleicht noch funktioniert hier. Irgendein gescheites LD-Monster. Das ist meine einzige Hoffnung gerade noch. Wir haben noch die Legendaries und so. Ja, aber es ist so traurig, wenn wir einen Net 5 aus der Legendary Scroll ziehen. Also wir hätten jetzt auch schon drei haben können, sind wir mal ehrlich. Ne, also wir sind stark behind. richtig stark behind. Keine Ahnung, Net 5 ist vorhin rausgepatcht, gibt's nicht mehr. Oh mein Gott, ey. Okay, oh mein Gott, das ist es. Tut mir so leid. Go. Gönn Blitz jetzt. Irgendwo mal. Oder gönn jetzt gleich mal Net 5 hier. Aus den legendären zumindest. Sind 9, nee, 8, nee, doch, 8, 9? 9. Da muss ein Net 5 dabei sein. Eigentlich sagt man durchschnittlich 12, 1 in den Legendaries. Und eigentlich so 210 MS, aber nur, pff, ja. Oder die existieren gar nicht. Ich möchte gerne meine Scrolls wieder haben. Ist ja eine Schädigung. Was ist das? Was ist da los? Komm schon, jetzt drück mal einen Blitz hier raus. Blitze konntest du ja geben. Nur irgendwie das Falsche. Ne? Also ich glaube, die Blitze waren wirklich okay durchschnittlich. Also Net 4 Blitzrate. Aber irgendwie ist da was komplett ausgeblieben. Mal gucken, ob wir es hier rauskriegen. Oh mein Gott. Ein Jultan. Cool. 6 Stück in den LDs. Das ist so richtig traurig, ey. Ich weiß, wiederhole mich und ich weiß, ich bin aber hart. Ich bin ein bisschen dezent genervt gerade davon, dass hier wirklich nichts rauskommt. Also das ist schon ein bisschen traurig gerade. Noch ein Jultan. Back-to-back-to-back, nur Jultan. Ich glaube, das Game ist wirklich kaputt. Wenn wir jetzt noch einen Jultan bekommen, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Wow. Das ist jetzt der 4. in Folge? Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh, Blitze. Okay, nice. Komm schon, irgendwas Geiles. Komm, go. Ah ja, okay. Ja, ist okay. Ist kein Hall of Hero, ist ein gescheites Monster in manchen Bereichen. Ich glaube in BK? Ich bin mir aber nicht sicher. Oder war der Hall of Hero? Nee, der Wind war Hall of Hero, nicht er. Ich meine schon. Hey, Jultan, let's go. Ah. Okay, hey, immerhin. Immerhin. Vielleicht nicht gerade das Beste, aber ich meine, es ist kein Hall of Hero gewesen. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass der Dark Hall of Hero war. Ich weiß, dass der Light Hall of Hero war, wie gesagt. Aber ich glaube, der Dark nicht. Ist jetzt nicht das Beste vom Besten, nehmen wir es mal, wie es ist. Aber es ist etwas. Nennen wir es mal so. Ja? Ich meine, er wäre gut für BK, aber ich weiß nicht, ob ich es gerade verwechsel. Wo ist er denn? Ah, da. Monster sperren. Okay. Gehen wir in den Legendaries. Richtig traurig. Wir machen mal hier mit Spezialbeschwörung. Wir schauen mal. Ja, wir schauen einfach mal. Let's go. Komm. Jetzt drück mal irgendein Net 5 raus. Ich will hier nicht ohne Net 5 rausgehen. Was da los spielt, Alter. Nicht eins? Dann gib wenigstens ein Dupe oder so. Bryant. Oh, wir sind voll. Voll? Krass. Voll, ey. Das ist der falsche Lager, ey. So, was haben wir hier? Kann ich hier alles wegtun? Ich glaube ja, ne? Ja. Das ist so traurig. LD Net 5. Komm schon, Net 4 meine ich. Net 5 wäre ja, das wäre okay. Ne, damit kann man leben, wenn es am Ende Net 5 gewesen wäre. LD Net 5. Okay, 7 Stück, komm, go. Drück es raus jetzt. Drück diesen scheiß Net 5 raus.
Harmonia. Lapis, geil. Oh, please, ey, eins. Morris. Ey, das ist. Was ist das, ey? Ein Kaki. Ich sag, Forsters und Forster Skill-Ups und so, was wir da so ziehen, das ist okay, aber irgendwie. Wo ist dann mit 5 Sternen? Da fehlt irgendwie immer ganz halt ein Stern. Alter, das ist. Also, mein Highlight waren die 5 Jultans hintereinander. Das war mein Highlight in dieser Beschwörung. Ich glaube, das habe ich echt noch nie erlebt. Krass, gar nichts? Okay, cool. Geil. Die machen wir, glaube ich, zum Schluss auf. Was haben wir hier? Nee, also nicht ganz zum Schluss. Wir machen das noch vor denen auf. Wir machen erstmal die Cookie Run Kingdom auf. Let's go. Was kriegen wir hier? Boom. Hey, die Leittante. Ich weiß nicht, was die kann. Ich weiß gerade nicht genau, wie gut die ist. Was war das? Kraft alle Gegner um Verteidigung ablenkt. Ach so, das war die. Ich glaube, die ist tatsächlich gar nicht so bad. Hey, immerhin. Hey. 2 LDs. Ich glaube, das ist eher ein LD-Account. Keine Ahnung. Nehmen wir, glaube ich, mal an. Ja? Auch wenn es traurig ist, so mit 2 LD-Monstern rauszugehen, machen wir die auf. Ja, mit Spezialbeschwörung. Let's go. Und wir kriegen Cube. Cool. Okay, machen wir die auf. Hier habe ich noch nie was rausgezogen. Das sind immer noch die Wünsche. Wir haben nichts davon gezogen. Außer Garus. Und die Dryade. Und so Netz haben wir gezogen. Let's go. Und dann sind wir fertig. Richtig traurig. Also richtig traurig. Nicht ein Net 5. Wow. Nonne so nett, okay. Und die letzte Scroll. Gar nichts, wahrscheinlich. Außer es könnte LD sein. Ah, schade. Nö, oh, Alter, wie traurig. Ey, der lässt mich nie wieder beschwören. Ich weiß es jetzt schon. Die Stones lasse ich zu, weil davon hat er nichts zu sagen. Da sind keine Wishes drin. Ja, das war's. Ich glaube, oder kriegen wir hier nochmal irgendwas zurück? Nee, hier nicht, ne? Naja, dafür muss die nächste Beschwörung ja richtig hart scheppern. Ich habe, glaube ich, jetzt gute Vorarbeit geleistet. Waren hier noch irgendwas mit Schriftrollen oder so? Nee, okay. Hier ist ja aber auch noch nicht sehr weit, muss man sagen. Okay. Gut, ich bin durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Es tut mir leid, dass die Beschwörung wirklich so grottig war. Also, wie gesagt, mein Highlight waren die 5 Jultans hintereinander. Das war funny. Gut, ich bedanke mich. Haut rein. Tschüss.